Also nochmal an euch alle da draußen, die es jetzt vielleicht noch nicht verstanden haben, das Outing war fake. Wir wollten das als Experiment durchziehen. Oh mein Gott. Scheiße. Fuck! Ja Leute, richtig gehört, Miguel Pablo ist nicht schwul. Es war ein Fake-Outing von ihm. Wer hätte das nur gedacht? Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Leute, ich verstehe da bei einem Punkt Miguel Pablo ein bisschen schon, aber es macht trotzdem, so wie er es jetzt hingestellt hat, keinen Sinn. Er meinte, ja, ich will darauf Aufmerksamkeit zeigen, ich will ausprobieren, wie tolerant Deutschland ist und so weiter. Und ja, man muss wirklich sagen, die Dislikes, die kommen, weil er schwul ist, da muss ich ihm zustimmen, das geht gar nicht. Also wie intolerant Deutschland eigentlich noch ist, ist extrem. Aber er hätte einfach ein Video machen können, wo er sagt, ja, ich bin schwul, und in dem Video löst er aber dann noch den Fake auf sozusagen, als soziales Experiment oder was auch immer. Dann hätte er für die Promo für eine Doku einen Tag darauf oder zwei Tage darauf eine Dokumentation über Homosexualität hochladen können. Aber so wie er das jetzt gemacht hat, und nämlich von dem Outing her, bei jedem Video die Klicks rauszuziehen, indem man schreibt, mit Freund oder haben wir schon, und dann gewisse perverse Emojis und so weiter, und das dann nur kurz thematisiert, obwohl es sogar fake war alles, dann ist es lächerlich. Miguel Pablo, an dich mal. Ja, ich weiß, jeder Mensch begeht mal Fehler. Und wenn man dazu steht, ist das wirklich gut. Von deinen christlichen Werten und so weiter abgesehen, trotzdem könntest du einen Fehler auch dann eingestehen, wenn du drauf angesprochen wirst. Und nicht, nachdem du 100-mal drauf angesprochen wirst, hast dich in der Zeit jedes Mal rausgerätet von halben Beweisen, dass du doch nicht schwul wärst. Und jetzt am Ende, wo dann ein klarer Beweis war, dann auf einmal, ja, das Outing war fake, alles nur Promo für eine Doku, die noch gar nicht online ist. Super.